In diesem Video geht es um die sichere Bestimmung der Restfeuchte in Untergründen. Das gehört auch zu einer der Prüfpflichten, die der Boden- oder Parkettleger zu erfüllen hat. Ich habe euch heute mal meine Messgeräte mitgebracht. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, die Restfeuchte in Untergründen zu bestimmen. Zum einen eine elektronische Messmethode, zum anderen die allseits bekannte CM-Messmethode und das neue System, die KRL-Methode. Als erstes ein elektronisches Messgerät, hier im Beispiel das Wolf V1 D4 Professional Gerät. Ich kann hier verschiedene Skalen einstellen, je nach Untergrund, und auf der Rückseite sieht man diese Metallstifte. Wenn ich das Gerät dann auf den Untergrund auflege und darauf drücke, beginnt die Messung. Ich verwende dieses Gerät ausschließlich, um orientierende und vergleichende Messungen anzustellen, um zu schauen, wie ist die Feuchteverteilung im Bauvorhaben. Als zweites zeige ich euch die bisher bewährte und anerkannte Messmethode nach CM. Was brauchen wir dafür? Als erstes ist hier der Arbeitsschutz wichtig, das heißt Schutzbrille und Handschuhe, da wir für diese Messung aus dem Estrich eine Estrichprobe entnehmen. Dazu verwenden wir geeignetes Stemmwerkzeug. Nach dem Zerkleinern des Messgutes wiegen wir das entsprechend ab und füllen es hier in diese Stahlflasche. Danach kommen noch entsprechend Gerätetyp verschiedene Stahlkugeln mit dazu und eine Messampulle. Hier ist Calciumcarbid enthalten. Das Gerät wird anschließend verschlossen mit dem Manometer und es beginnt die Messung. Details zur Messung findet ihr im TKB-Merkblatt Nummer 16, das wir euch unten verlinken. Als drittes möchte ich euch noch die KRL-Methode zeigen, um Restfeuchte in zementären und Calciumsulfat gebundenen Untergründen sicher zu erkennen. Dazu brauchen wir auch geeignetes Stemmwerkzeug, weil auch bei dieser Messmethode brauchen wir eine Probe aus dem Estrich. Diese kommt hier in diesen speziellen Becher. Vorlagen für einen 3D-Druck geben wir euch auch in den Notes unten an. Ist die Estrichprobe drin, brauchen wir noch ein präzises Messgerät, das hier oben eingeführt wird. Und je nachdem, wie viel Feuchtigkeit in dem Estrich noch enthalten ist und auch aus dem Estrich schadensursächlich noch heraus möchte, kann ich hier an diesem Gerät ablesen. Weitere Details dazu auch im TKB-Merkblatt Nummer 18, das wir euch ebenfalls verlinken.